Ein Forward Contract ist eine nicht standardisierte Vereinbarung zwischen zwei Parteien, eine bestimmte Menge an Waren oder Wertpapieren zu vorher festgelegten Bedingungen zu kaufen oder zu verkaufen. Die Lieferung und Zahlung erfolgt dann an einem festgelegten zukünftigen Termin und die exakten Bedingungen des Vertrages werden zuvor festgelegt. Forward-Kontrakte werden in den sogenannten Over-the-Counter-Markt abgewickelt. Was bedeutet das jetzt ganz einfach erklärt? Mit einem Beispiel. Ich vereinbare zum Beispiel in 4 Monaten 100 Fass Bier zum Preis von 10 Euro zu kaufen. Und es muss zu mir geliefert werden. Also haben vielleicht früher Händler haben sich abgesichert oder auch Bauern haben ihre Waren forward verkauft. Heute wird es auch zur Spekulation natürlich dann genutzt. Und wenn der Preis dann in 4 Monaten von Bier höher ist, dann habe ich halt einen Verlust gemacht. Wenn er niedriger ist, habe ich einen Gewinn gemacht. Also ich kann mein Risiko absichern. Was ist jetzt vielleicht das Problem, wenn die Gegenpartei halt nicht mehr zahlen kann oder pleite ist? Deswegen gibt es halt da auch sogenannte Parteien, die das abwickeln. Man muss dann eine Sicherheit hinterlegen und solange die da ist, dann springt diese dann in dem Fall ein oder man kann dann diesen Vertrag nicht mehr eingehen. Gibt es natürlich ganz viele verschiedene Forwards und ist ein eigener Markt. Aber das war einfach nur High-Level, was ein Forward-Contract ist und wo er angewendet wird. Man sollte halt wissen, früher hat es eine höhere realwirtschaftliche Bedeutung gehabt, heute auch mehr zur Spekulation auf Rohstoffe, aber auch andere Wertpapiere.